Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Market. Mit mir im Studio ist der Didier Tessier, Senior Kundenberater vom Private Banking mit der Walliser Kantonalbank. Hallo Didier. Salut Patrick. Ein ereignisreiches 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Was sind so die Höhepunkte gewesen? Also wir haben so drei Höhepunkte gehabt. Wir haben im März die globale Bankenkrise gehabt, hier in der Schweiz mit dem Untergang von der Credit Suisse. Wir haben die Nationalbank gehabt, die immer die Leitzinsen immer wieder erhöht haben. Und wir haben im Oktober den Krieg zwischen Israel und der Hamas gehabt. Wie haben sich in dem Geschehen die Finanzmärkte insgesamt verhalten und was war so die Bilanz für die Anleger? Also es war ein gutes Jahr, trotz dem turbulenten Jahr. Wir hatten einen globalen Aktienmarkt rund 10% Performance gehabt und Obligationen in Schweizer Franken hatten auch eine gute Rendite von plus 5%. Du sprichst Obligationen an. Wie sieht es mit den Schweizer Aktien aus? Also der Aktienmarkt in der Schweiz war heute positiv, mit 5% plus. Aber er war hinter dem globalen Aktienmarkt. Das ist auch historisch bedingt. Der Schweizer Markt ist eher ein defensiver Markt. Und im Pharma-Bereich tätige Unternehmen, die vor allem in der Corona-Krise profitiert haben, haben dieses Jahr einen Rückschlag erlitten. Was kann man denn sagen, sind so die Trends 2023 und was ist so eure Prognose für 2024? Also 2023 war das Wirtschaftswachstum bescheiden. Wir hatten hohe Leitzinsen, aber man sieht, dass die Inflation zurückkommt. Im 2024 erwarten wir, dass das Wirtschaftswachstum weiterhin moderat wird sein. Wir sehen, dass die Inflation sich stabilisiert. Und was erfreulich wird sein, die Leitzinsen kommen zurück. Kann man das schon sagen, dass die Leitzinsen wirklich gesenkt werden? Ja, die grossen Volkswirtschaften haben die Inflation gut im Griff. Die ist auch zurückgekommen. Und es macht keinen Sinn oder ist wenig sinnvoll, weiterhin die Zinsen so hoch zu behalten. In Amerika ist die Inflation bei 5% und die Nationalbank hat ganz klar kommuniziert, dass 2024 in mehreren Schritten die Zinsen werden senken. Und in Europa respektive der Schweiz wird es auch zu Leitzinssenkungen kommen? Also die EZB, die Europäische Nationalbank und auch die Schweizer Nationalbank haben das nicht so kommuniziert. Aber wir sind der Meinung, dass 2024 auch Zinsschnitte wird geben. Und was bedeutet das nachher für die Anleger und Anlegerinnen? Also wir bleiben in Aktien investiert. Wir sehen bei der Schweizer Frankobligation eine Rendite von 1,5 bis 2%. Und da bevorzugen wir Unternehmensanleihen guter Qualität. Wie sieht also die Positionierung Sinn von uns nebst Aktien und Obligationen? Seit Oktober beobachten wir, dass die langfristigen Zinsen zurückkommen. Und das ist eigentlich immer gut für den Immobilienfonds. Aber das Problem ist, das ist für unserer Meinung nach noch nicht im Kurs eingepreist. Darum haben wir selbst Immobilienfonds in unseren Mandaten und gemischten Fonds dazu gekauft. Okay. Merci vielmals. Halten wir also fest. Eine Turbulenz, aber insgesamt positives 2023 kehrt eine Geschichte an. Und im 2024 könnte die sinkende Leitzinsen zu einem positiven Umfeld führen. Genau. Gut. Merci vielmals. Da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel anders, als dir Merci zu sagen und ein schönes neues Jahr zu wünschen. Alles Gute mit deinen Liebsten. Und euch auch alles Gute, schöne Festtage und viel Glück, Zufriedenheit und Wohlstand im neuen Jahr. Ade miteinander.